Hallo, ihr wunderbaren Schützegeborenen und Schütze-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop für den Dezember 2017. Und ganz herzlichen Glückwunsch an alle, die im Dezember Geburtstag haben. Ich bin eure Astrologin Antonia Langsdorf. Und wenn ihr eine Beratung bei mir haben möchtet, ganz persönlich für euch, zum Beispiel zu eurem Geburtstag, dann könnt ihr euch direkt an mich wenden. Ihr erreicht mich direkt über mein Kundentelefon oder über meine Homepage unter www.antonialangsdorf.com. Beides steht unten in der Videobeschreibung oder auf der Infokarte hier oben im Bild. Diesmal gibt es bei der Verlosung etwas ganz Besonderes zu gewinnen, nämlich eins meiner Sternzeichen-Kolliers. Hier trage ich den Steinbock und das wäre dann natürlich passend zum Gewinner oder zur Gewinnerin das passende Sternzeichen. Mehr dazu am Ende des Videos, also bleibt dran. Den ganzen Dezember über wird Liebesplanet Venus in eurem Zeichen stehen und alle drei Dekaden mit Liebesenergie, Ausstrahlung und Kontaktfreude beschenken. Allerdings steht Romantikplanet Neptun heikel und das kann Heimlichkeiten und Liebesverwirrung mit sich bringen. Doch der galaktische Neumond in eurem Zeichen wird euch helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Mehr dazu gleich. Jetzt schauen wir erstmal in eure langfristigen Tendenzen und euren Erlebnishintergrund. Euer Herrscher, der Jupiter, der steht jetzt hier im 12. Haus im Zeichen Skorpion und damit beginnt besonders für spirituell orientierte Schützen eine Zeit, in der sie den Mystiker in sich entdecken können. Vielleicht habt ihr nun das Gefühl, von unsichtbaren Kräften beschützt und geführt zu werden. Wenn ihr während der kommenden Monate öfter als sonst das Bedürfnis nach Rückzug und Meditation verspürt, ist das ganz normal und ihr solltet dem nachgehen. Denn Jupiter kann euch jetzt euren inneren Reichtum offenbaren. Mehr zu dieser Konstellation und was sie für euch bedeutet, erfahrt ihr in meinem Video Finde den verborgenen Schatz. Ja, und dann habt ihr im direkten Aspekt weiterhin den Neptun, der steht im Quadrat zum Schützezeichen in den Fischen. Da haben wir ja schon lange und oft und häufig drüber gesprochen. Das Neptun-Quadrat ist genau das, was ich vorhin sagte, was diese Irrungen und Wirrungen anzeigen kann. Zum Beispiel kann man unter diesem Einfluss in eine Dreiecksbeziehung hineingeraten. Man hat mit Leuten zu tun, die vielleicht Geheimnisse haben, die eine versteckte Agenda haben und man weiß nicht genau, woran man ist oder andere Menschen senden unklare Signale. Kann natürlich auch sein, dass ihr missverstanden werdet, jetzt besonders im Dezember, wo auch noch der Merkur rückläufig wird, auch im Schützen. Also das ist schon eine Zeit, die so ein bisschen unklar ist für die Betroffenen. Und jetzt empfangen in diesem Monat besonders die Geburtstagskinder vom 3. bis 5. Dezember das Quadrat, aber die anderen Planeten, die verteilen sozusagen diese Unklarheitsenergie im gesamten Tierkreis und im gesamten Zeichen Schütze. Es das heißt also, man sollte wirklich darauf achten, dass man selbst sehr klare Signale gibt und vielleicht sonst einfach damit rechnen, dass es zu Missverständnissen kommt. Und man sollte sein Herz nicht leichtfertig verschenken, aber auch nicht leichtfertig mit Gefühlen anderer spielen. Ja, soweit also das Quadrat zu Neptun. Dann habt ihr noch bis zum 20. Dezember den Saturn in eurem Zeichen und dann ist es ausgestanden. Die letzten, die jetzt noch mit Saturn zu tun haben, sind die Geburtstagskinder vom 20. bis 22. Dezember am Übergang in den Steinbock. Und ab dem 20. Dezember geht der Saturn dann eben in den Steinbock und damit in euer zweites Sonnenhaus. Und damit beginnt für euch eine Zeit, wo ihr finanzielle Entscheidungen treffen müsst. Dabei geht es wohl mehr um eure Absicherung, weniger um Expansion. Ihr müsst jetzt gewissermaßen Ernsthaftigkeit und Reife entwickeln, was eure Geldangelegenheiten angeht. Jetzt beginnt auch eine gute Zeit, wo ihr Schulden abbauen könnt. Ungünstig ist der Transit, um neue Kredite aufzunehmen. Saturn bildet jetzt keinen Hauptaspekt mehr zur Schützesonne, aber ein interessantes sogenanntes Halbsextil. Das bedeutet, dass ihr jetzt im Umgang mit euren Finanzen von eurer Lernerfahrung, die ihr mit Saturn in eurem eigenen Zeichen in den letzten 3 Jahren durchgemacht habt, profitieren könnt. Auch wenn man mit Saturn immer sparen muss, beginnt jetzt für euch eine Phase, wo ihr euch langfristig eine finanzielle Sicherheit aufbauen könnt. Alles über diesen wichtigen Transit von Saturn durch den Steinbock und warum er einen Wendepunkt in unserem Leben anzeigt, erfahrt ihr in meinem Special, die Kunst zu manifestieren. Und dann habt ihr ja auch noch den Aspekt zu Uranus, der steht hier im Widder in einem
freundlichen Aspekt zur Schützesonne. Und das gilt jetzt im Dezember besonders für die Geborenen vom 16. bis 19. Dezember, also in der dritten Dekade. Und das ist sehr anregend, man wird kreativ, man möchte was Neues machen, was Neues erfinden. Es kann auch sexuell sehr stimulierend sein, dass man experimentieren will. Na, da bin ich auch ausführlich im Jahreshoroskop drauf eingegangen, was das für ein Aspekt ist. Und das spüren jetzt diese Geburtstagskinder besonders am Anfang des Monats, weil er da auch noch in der Opposition zum Mars steht. Aber da kommen wir gleich noch zu. Jetzt wollen wir uns nämlich eure aktuellen Konstellationen anschauen. Und der Dezember beginnt sehr angenehm für euch, denn der Kosmos schenkt euch viel schöne Energie hier in eurem eigenen Zeichen. Da steht die Sonne im Schützen, die steht jetzt in der zweiten Dekade. Die Venus ist so auch soeben in den Schützen gegangen, in die erste Dekade. Und da steht auch der Merkur in der dritten Dekade hier zusammen mit Saturn. Der wird dann rückläufig vom 3. bis 23. Dezember. Und das ist dann auch schon wieder ein Hinweis darauf, dass die Konstellationen zwar angenehm und liebevoll sind und viele Kontaktmöglichkeiten mit sich bringen, aber auch einige Verwirrung stiften können. Ihr müsst damit rechnen, dass ihr vielleicht falsch verstanden werdet oder dass ein Flirt, den ihr anfangt, noch anderweitig gebunden ist. Besonders aufpassen müsst ihr, wenn euer Partner aus dem Zeichen Zwillinge ein anderer Schütze oder Fische ist, denn die sind genauso betroffen von diesen Verwirrungskonstellationen wie ihr. Deswegen rate ich euch, bleibt ganz locker, genießt die gute Stimmung, aber nehmt euch selbst und andere nicht allzu ernst. Erst in der zweiten Monatshälfte sehen alle wieder klarer. Die Flirt- und Affärenenergie wird auch durch Mars zu Beginn des Monats noch angeheizt. Er steht hier in dieser prickelnden Verbindung mit Überraschungsplanet Uranus und das Ganze auch noch sehr günstig zur Schützesonne, eben vor allem für die Geborenen der dritten Dekade. Es fällt euch also leicht, mit neuen Leuten in Kontakt zu kommen oder auch anzubandeln. Aber auch das ist nicht ganz ungefährlich, vor allem wenn es im Freundeskreis mit jemandem funkt. Rechnet immer damit, dass euer Gegenüber Geheimnisse hat oder vielleicht habt ihr auch selbst welche. Das könnt ihr nur mit eurem eigenen Gewissen abmachen. Es liegt ja jede Menge Liebe in der Luft. Das ist dieser Aspekt von Jupiter und Neptun. Das habe ich in der kosmischen Schwingung ja schon erläutert. Und diese Romantikkonstellation ist rund um den Vollmond am 3. besonders ausgelöst. Das ist der Sonntag, der 3. Dezember um 16:46 Uhr und ihr steckt da gewissermaßen mittendrin, denn der Vollmond findet auf eurer Beziehungsachse statt, hier Schütze und der Mond in den Zwillingen. Wundert euch also nicht, wenn es an dem Wochenende mit dem Vollmond heiß hergeht. Es ist eine Zeitqualität, in der man nicht sorglos mit Gefühlen spielen sollte und die erstreckt sich dann noch bis zum 12. Dezember. Wenn ihr eine vertrauensvolle Beziehung habt, dann ist der 5. Dezember für euch ein Top-Tag. Da läuft alles rund, egal was ihr euch zu zweit vornehmt. Das seht ihr schon hier an diesem schönen großen Trigon. Wie wäre es denn zum Beispiel mit Weihnachtsshopping? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es Spaß macht, gemeinsam Geschenke füreinander einzukaufen und sich dabei gegenseitig beim Aussuchen zu helfen. Dafür ist auch die Venus in eurem ersten Haus optimal. Probiert es doch einfach mal aus. Und dann gibt es noch einen Top-Tag am 7. Dezember, das ist ein Dienstag. Da aktiviert der Mond den Mondknoten und das ist ja der Faktor für gute Verbindungen und das alles in Harmonie zur Schützesonne. Sehr schön für Weihnachtsfeiern zum Flirten oder einfach, um sich mit netten Freunden zu amüsieren. Am 9. Dezember wechselt dann der Mars ins Zeichen Skorpion. Und damit für den Rest des Monats in euer 12. Sonnenhaus. Es kann also sein, dass eure Energie dann mehr nach innen geht oder dass ihr den Wunsch verspürt, euch aktiv für Charity und Nächstenhilfe einzusetzen. Vielleicht ist es auch ein kleiner Konflikt, weil ja weiterhin die Sonne und die Venus bei euch im ersten Haus stehen und nach außen gerichtete Energie und Aktivitäten anzeigen. Dann solltet ihr euch einfach zwischendurch kurz Zeit nehmen, euch zurückzuziehen, wenn ihr das braucht. Ab dem 10. Dezember bestrahlt dann die Venus die zweite Dekade der Schützen mit ihrer Liebesenergie und ab dem 12. Dezember aktiviert die Sonne die dritte Dekade des Schützezeichens. Dienstag, der 12., ist dann auch ein Top-Tag für euch, um mit euren guten Freunden enger zusammenzurücken. Wunderbar, wenn ihr an diesem Tag Geburtstag habt. Ladet ein und alle werden kommen und euch herzlich zeigen, wie sehr sie euch mögen.
Ihr könnt natürlich auch am Samstag, den 16. Dezember, feiern. Das ist auch ein Top-Tag für euch. Der Mond steht dann im Schützen, also in eurem eigenen Zeichen. Das ist immer gut für Partys und er verbindet sich später noch mit der Venus und dem Mondknoten. Vielleicht stiftet ihr mit eurer Party ein neues Pärchen unter euren Freunden. Der Uranus im fünften Haus zeigt außerdem, dass es witzige Überraschungen geben wird, mit denen ihr viel Spaß habt. Gleich im Anschluss beginnt die Neumondphase und die bringt einen großen Wendepunkt mit sich. Nicht nur für den nächsten Monat, sondern möglicherweise mit Konsequenzen für die nächsten 3 Jahre. Solltet ihr am 17. oder 18. Geburtstag haben, begleitet euch diese magische Energie das ganze Jahr über. Das bedeutet, ihr trefft gute Entscheidungen und könnt auch anderen dabei helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Der Neumond selbst wird exakt am 18. Dezember um 7:30 Uhr und er findet in Konjunktion mit dem galaktischen Zentrum statt und ermöglicht es uns dadurch, in Verbindung mit der kosmischen Weisheit zu kommen. Wenn es also etwas Wichtiges in eurem Leben gibt, vor allem eine partnerschaftliche Entscheidung, dann könnt ihr rund um den Neumond um Eingebungen bitten oder euch etwas vom Universum wünschen. Die Chancen stehen gut, dass ihr Hilfe bekommt bei der Lösung eurer Probleme. Und falls ihr Single seid, dass euch der Kosmos in eurem kommenden Lebensjahr einen Partner schenkt. Wenn ihr schon in einer festen Beziehung seid, dann konzentriert euch darauf, was ihr mit eurem Herzallerliebsten gemeinsam in Zukunft erreichen wollt. Also, nehmt euch am 17. oder 18. möglichst Zeit für eine Neumondmeditation. Und ab dem Neumond am 18. verwöhnt dann die Venus die dritte Dekade des Schützezeichens. Im Anschluss an diese super wichtige Neumondphase erfolgt der Übergang von Saturn ins Zeichen Steinbock am 20. Dezember. Und gleich danach haben wir die Wintersonnenwende am 21. Dezember um 17:27 Uhr und dann geht auch die Sonne in den Steinbock. Dass diese Konstellationen so aufeinander folgen, ist ein wichtiger kosmischer Hinweis darauf, dass wir an einem großen Wendepunkt stehen. Der Neumond in eurem eigenen Zeichen weist darauf hin, dass ihr eine wichtige Entscheidung für euer persönliches Leben oder auch für euer Beziehungsleben treffen werdet. Das kann auch ein guter Zeitpunkt sein, um jemanden einen Heiratsantrag zu machen oder um einen Antrag zu bekommen. Wenn ihr euch noch nicht sicher seid, keine Sorge, mit jedem Tag werdet ihr jetzt klarer sehen, denn am 23. Dezember wird dann auch der Merkur wieder direktläufig. Er läuft dann noch bis zum 11. Januar durch euer Zeichen und fördert klare Gedanken und gute Ideen über eure Zukunft. Die Konstellationen zu Weihnachten versprechen ein friedliches Miteinander. Für euch als Schützen betonen sie den spirituellen und mitmenschlichen Aspekt. Ihr werdet die Gelegenheit bekommen, die spirituelle Seite von Weihnachten wahrzunehmen und zu genießen. Mancher Schütze wird vielleicht das Gefühl haben, zu Weihnachten lieber weit weg zu sein, aber der Familie dann doch, also der Familie zuliebe, ne, dann doch unter dem Weihnachtsbaum zu sitzen, besonders die Geborenen in der dritten Dekade. So, und Silvester solltet ihr dann ausgiebig feiern, denn der Mond steht in eurem Partnerhaus und aktiviert die Beziehungsachse. Wenn ihr einen Schatz habt, unternehmt gemeinsam etwas. Wenn ihr Single seid, habt ihr bestimmt einige Einladungen zur Auswahl und ihr werdet euch gut amüsieren. Das waren eure Sterne im Dezember. Am 15. Dezember geht dann auch das Jahreshoroskop online. Wenn ihr euch eine persönliche Jahresvorschau 2018 bei mir gönnen wollt, dann freue ich mich, wenn ihr euch bei mir meldet. Entweder auf meinem Kundentelefon oder direkt über meine Homepage. Die Infos dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild. Natürlich gibt es auch für euch wieder die Möglichkeit, mir in meiner Webinarreihe Antonias Sterne Fragen zu eurem Horoskop zu stellen. Der nächste Webinartermin ist am Freitag, den 15. Dezember um 17 Uhr und der erste Termin im neuen Jahr ist dann am Freitag, den 19. Januar, auch wieder um 17 Uhr. Anlässlich des Saturn-Transits durch den Steinbock möchte ich euch auch einen Online-Workshop anbieten mit dem Titel Saturn-Probleme heilen. Darin werde ich euch Tipps geben, wie ihr mit den Herausforderungen Saturns umgehen könnt und ihr könnt mir natürlich auch Fragen dazu stellen. Der Workshop findet statt am Freitag, den 12. Januar 2018 um 17 Uhr. Alle Videos zum Dezember und auch das Saturn Special gibt es zum Nachhören auch als Podcast.
Und zwar unter dem Titel Das große Liebeshoroskop von Antonia Langsdorf. Ihr findet den Podcast über die Podcast-Funktion eures Smartphones oder bei iTunes. Den Link setze ich euch unten in die Videobeschreibung. Bei meiner Verlosung könnt ihr diesmal eins meiner Sternzeichen-Kolliers gewinnen. Also natürlich das Sternzeichen, was zur Gewinnerin oder dem Gewinner passt. Und wie immer wünsche ich mir dafür von euch einen schönen, konstruktiven Kommentar mit Anregungen und Feedback. Ich finde, ihr macht das immer ganz toll und ich freue mich riesig zu lesen, wie es euch mit meinen Horoskopen so ergeht. Und der zweite Schritt ist dann, dass ihr bitte meinen Kanal abonniert. Und dazu müsst ihr einfach hier in den Kreis klicken. Dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch auch bitte unbedingt mein neues Video-Special über Saturn im Steinbock an, die Kunst zu manifestieren. Und natürlich auch meine anderen Special-Videos, sofern ihr sie noch nicht gesehen habt. Ich wünsche euch ein wunderbares neues Jahr und alles Gute mit den Sternen.